Ja, grüß euch, wir sind von der Berufsschule Vorarlberg-Münster und wir haben jetzt beim Wissensturm in Linz haben wir Leute befragt, also haben wir eine Straßenfrage gemacht, über was sie halt für Tattoos und Piercings im Gastgewerbe halten. Wie stehen Sie zu Piercings und Tattoos im Gastgewerbe? Ich stehe dazu sehr gut, weil ich selber Piercing habe, auch dementsprechend tätowiert bin. Also ich bin für das Ganze sehr offen und ich finde, heutzutage ist es auch nicht mehr abnormal, dass man Piercings und Tattoos trägt. Es kommt ganz drauf an. Also wenn man jetzt 15 Piercings im Gesicht hat, kommt es glaube ich nicht so gut rüber. Aber wenn man nur 2, 3 oder irgendwo was Kleines hat, glaube ich, ist ganz egal. Heute nicht richtig im Gastgewerbe. Ich bin dort Gast und ich komme ordentlich gekleidet hin und das Piercen und das Tattoo, das ist nicht meins. Also ich stehe dem grundsätzlich positiv gegenüber, weil ich einfach der Meinung bin, dass jede Branche mit der Zeit gehen muss. Mir persönlich gefallen Tattoos. Also ich habe jetzt selber nicht, also nur eines, sage ich jetzt einmal. Trotzdem, mir gefällt das überhaupt an jungen Leuten und wem das passt, soll das haben. Ich finde das total okay. Bei den meisten ist es halt so, dass halt nur in der Zeit, im 21. Jahrhundert, nur sehr viele Vorurteile da sind. Ja. Ich finde es irgendwie schade, aber es ist leider so. Ja. Man hört es auch immer wieder im Radio, dass Leute gehen müssen oder Piercing außer da müssen. Hallo, das hat nichts mit deiner Arbeit zu tun. Ja. Passt die Leistung, ist dein Piercing oder dein Tattoo, egal. Ja. Also ich muss sagen, wenn es jetzt also nicht so auffällige Sachen sind, finde ich es an und für sich sehr schön, weil ich eigentlich selber tätowiert bin und ja, ich finde das Körperkunst, Hautkunst, ne? Also kostet was. Ne? Grundsätzlich ist das für mich in Ordnung, solange die Person an sich gepflegt ist und sie das alles in Grenzen hält. Ich finde, in einem trotzdem Hotel sollte man auch gewisse Kontenance bewahren, also was ich dann nimmer okay finde, ist Tätowierungen im Gesicht, aber alles, was man mit Kleidung verstecken kann oder dezente Tätowierungen sind für mich komplett in Ordnung. Das gilt auch für Piercings. Würden Sie persönlich die Bedienung ablehnen und warum? Auf keinen Fall würde ich die Bedienung ablehnen. Also ich habe ein Jahr in Berlin gelebt und da ist sowieso die Vielfalt sehr groß geschrieben. Da ist das gang und gäbe, dass die Leute ausgefallen sind und ausgeflippt. Und das ist ein Gewinn für jede Branche und für jedes Lokal. Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Mensch ist Mensch. Also das ist absolut nicht. Ich schaue da vielleicht genau drauf und vielleicht habe ich Inspiration für mein nächstes Tattoo. Also finde ich voll in Ordnung. Und würden Sie sich persönlich bedienen lassen von einem Kellner, der was tätowiert und gepierst ist? Auf jeden Fall, weil nur weil er tätowiert ist, heißt ja nicht, dass er deswegen einen schlechten Service macht. Selbstverständlich. Natürlich, wieso soll man nicht? Ja, ich würde mich schon bedienen lassen. Das ist ja ein Service, den man ja kriegt. Würden Sie eine Autorität oder generell eine Person, die Tattoos oder Piercings hat, weniger zutrauen? Nein, das ist genau dasselbe. Es liegt an deiner Leistung, nicht an deinem Tattoo oder an deinem Piercing, was du hast. Ja. Es liegt immer an deiner Leistung. Ja. Das hat nichts mit Tattoo zu tun. Das ist mit deiner Einstellung. Ja. Liebe ich meinen Beruf oder liebe ich meinen Beruf nicht? Auf keinen Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, ganz im Gegenteil, weil das wäre auch wieder ungerecht. Aber ich denke mal, das kommt gar nicht auf keine Äußerlichkeiten darauf an, welche Fähigkeiten eine Person hat. In keinem Fall. Auf gar keinen Fall. Also der ist wie gesagt ganz normal wie wir alle. Die einen haben welche, die anderen nicht. Aber das sagt nichts über die Persönlichkeit oder die Kompetenz aus. Nein. Nur weil es Tattoos hat, heißt ja nicht, dass weniger kann wie jemand, der nicht tätowiert ist. Also es ist ja jedem seine Sache und sagt ja nichts über das Können aus. Nein, absolut nicht. Also gar nicht. Ich glaube, das hat mit einer Tätowierung, Piercing nichts zu tun. Also das, nein, glaube ich nicht. Okay. Ist Autorität genauso wie ein unbefleckter Mensch. Nein, es sind glaube ich genug Leute tätowiert, wegen verschiedenen Gründen. Das könnte ja auch ein Kriegsveteran tätowiert sein. So gesagt, ist ja auch kein Problem. Nein, ich glaube, dass sich da einfach die Zeit geändert hat. Im Grunde bist du ja mittlerweile ein Einhorn, wenn du nicht tätowiert bist oder nicht gepierst bist. Selbst mein Mann ist von Kopf bis Fuß tätowiert und ich traue ihm einiges zu.
Also ich glaube, dass der Wandel der Gesellschaft sie zu was anderem bewegt. Danke, dass ihr euch das angeschaut habt und wir wünschen nur einen schönen Tag und wir hoffen alle, dass es euch gefallen hat. Ciao! Wiederschau!